Agrartechnik Seber gilt als Pionier in der Mechanisierung der alpinen Landwirtschaft. Bereits vor 8 Jahren begann die Entwicklung von Abräumgeräten zur Heuernte in extremen Hanglagen. Die Maschinen sind auf unzähligen Betrieben im gesamten Alpenraum im Einsatz und erleichtern dort die schwere Arbeit, die bisher meist von Hand verrichtet werden musste. Die Südtiroler haben ihre bewährte Technik konsequent verbessert und präsentieren jetzt die neueste Generation ihrer Abräumgeräte. Den Lightmax, den Powermax und den Allroundmax. Lightmax und Powermax sind besonders leichte Abräumgeräte für den Einsatz in Dürr- und Belüftungsfutter. Sie lösen den Heumax Light und den Heumax Spezial ab. Beide Geräte gibt es in verschiedenen Arbeitsbreiten von 1,50 Meter bis 3 Meter. Sie lassen sich an alle gängigen Motormäher anbauen, egal ob groß oder klein, ob mit mechanischem oder hydraulischem Geräteantrieb. Die kompakte, kurze und extrem leichte Bauweise gewährleistet ein einfaches Handling und enge Wendemanöver am Steilhang. Schon beim ersten Blick sticht das moderne, schwungvolle und funktionelle Design ins Auge. Die grundsätzliche Arbeitsweise ist beim Lightmax und beim Powermax identisch. Das Futter wird von der Pickup sauber aufgenommen und rutscht durch die Schwerkraft auf dem glatten Schild talwärts. In Schichtlinienfahrt wird der Hang von oben nach unten abgeräumt. Die beiden Geräte unterscheiden sich lediglich durch die Pickup. Um Gewicht zu sparen, wird beim Lightmax ein besonders leichter, ungesteuerter Rotor verbaut. Beim Powermax kommt die einzigartige gesteuerte Pickup Extreme von Agrartechnik zum Einsatz, die sich auch für den anspruchsvollen Einsatz im schweren Belüftungsheu eignet. Die gesteuerten Zinken streichen von hinten am Boden entlang und nehmen das Futter mit geringstem Kraftaufwand sehr schonend und ohne Erdverschmutzung auf. Voll ausgefahren transportieren sie es dann aktiv nach oben, bevor sie im Gehäuse verschwinden. Eine Stufe verbessert die Übergabe von der Pickup auf das Schild. Dank der besonders niedrigen Bauweise kann das Futter sofort aufsteigen und wird nicht vor dem Gerät hergeschoben. Die Aufnahme konnte durch ein neues Zinkendesign nochmals verbessert werden. Also vorher waren abgewinkelte Zinken montiert, die was praktisch zwar sehr schonend den Boden entlang gestrichen sein, aber natürlich auch ein bisschen die Futteraufnahme gelitten hat. Der neue Zinken ist praktisch weniger geknickt, nur ganz leicht vorne. Ist zwar immer noch sehr nachgiebig beim Boden, dass er sich dem Boden anpasst, startet bei der neuen Pickup wieder streichend, wie gehabt, streicht noch vorne. Bei Unebenheiten gibt der Zink noch hinten nach, gegenüber einer normalen Pickup, die was noch unten sticht. Also immer noch die streichende Bewegung, sehr, sehr schonend für den Boden, nimmt Futter aktiv nach oben bis ans Ende und verschwindet an dem Punkt nach innen. Die Pickup Extreme arbeitet einziehend retourschwenkend, ohne Hängenbleiben oder Einfädeln von Futter. Sie unterscheidet sich von allen anderen Systemen am Markt, Bürsten oder Standard-Pickups, und arbeitet effektiver als normale Rundläufer. Die besonders verschleißarmen und bodenschonenden Stahlfederzinken halten die Folgekosten gering. Der enge Abstand von 54 mm gewährleistet eine saubere Aufnahme mit minimaler Verschmutzung. Erde, Steine und alles, was nicht ins Futter gehört, bleiben am Boden. Die Abstreifer aus flexiblem Teflon sind sehr stabil und sorgen für einen geräuschlosen Lauf. Die Höhenführung übernehmen 2 breite Tastrollen. Eine dritte Rolle gibt es auf Wunsch, genauso wie die zentrale Höhenverstellung mit nur einem Hebel an der rechten Seite. Das hohe Plexiglasschild sorgt für freie Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich und verhindert, dass das Heu nach hinten auf den Mäher überschwappt. Die ergonomische Formgebung gewährleistet einen gleichmäßigen Futterfluss unter allen denkbaren Bedingungen, ähnlich wie bei einem Schneepflug. Um das Heu auf kurzen Strecken zu sammeln, lassen sich die Geräte auf Wunsch mit schwenkbaren Seitenbügeln ausrüsten, die man bequem von hinten öffnen und schließen kann. Alle mechanischen Geräte werden serienmäßig mit einer wartungsfreien Kettenkupplung zwischen Getriebe und Anschlussteil ausgestattet, die Schwingungen im Antriebsstrang abfängt. Das gewährleistet eine lange Lebensdauer der Lager und des Getriebes. Für jedes Trägerfahrzeug bietet Agrartechnik Seber das passende Anbaugerät. Mit einem Eigengewicht ab 88 Kilogramm eignet sich der Lightmax für den Einsatz mit den kleinsten Motormähern am Markt.
Am anderen Ende steht der Powermax mit bis zu 3 Metern Arbeitsbreite. Ein schlagkräftiges Abräumgerät für höchste Flächenleistung im anspruchsvollen Gelände. Doch damit nicht genug. Wer auch schweres Futter im weniger steilen Gelände bewegen will, der greift zum Allround Max. Allround Max, so wie es auch schon der Name sagt, ist ein Gerät, das vielseitig einsetzbar ist. Einmal für Dürrfutter, für Silage, für schweres Futter, trockenes Futter, nasses Futter. Also wirklich durch die Bank im Steilhang. Und der Allround Max sehr, sehr gut auch bei weniger steilen Gelände. Der Allround Max löst den bisherigen Silomax ab. Auch hier kommt die gesteuerte Pickup zum Einsatz. Auffälligstes Merkmal ist aber das hydraulisch angetriebene Querförderband, das nochmal deutlich breiter geworden ist, um große Futtermassen auch im flacheren Gelände zu bewältigen. Um den Futterfluss weiter zu verbessern, wurde das Förderband steiler gestellt und der Abstand zur Pickup halbiert. Den Allround Max gibt es in Arbeitsbreiten von 1,75 m bis 2,35 m, wahlweise mit hydraulischem oder mechanischem Antrieb. Letztere Ausführung verfügt über eine eigene Bordhydraulik für den Antrieb des Förderbands. Damit lässt sich die Drehrichtung mit einem Hebel auch während der Fahrt umkehren. Bei den hydraulisch angetriebenen Geräten lässt sich diese Funktion, abhängig vom Motor mehr, mit einem Schalter am Holm bedienen. Egal ob trockenes Futter, nasses kurzes Gras oder Silage am Hang oder im flacheren Gelände. Dieses Universalgerät schafft alles. Das Förderband läuft jetzt noch schneller und sorgt so für einen schnellen Abtransport des Futters. Die stabile Bauweise birgt für eine lange Lebensdauer. Trotzdem konnte auch hier viel überschüssiges Gewicht eingespart werden. Bei einer Bergmaschine ein ganz entscheidendes Kriterium. Also das Gewicht haben wir hauptsächlich reduziert durch den Rahmen selbst. Der war vorher noch hinten hin ziemlich überdimensioniert. Also es war Rahmen, wo es ihn eigentlich nicht gebraucht hat. Das haben wir alles reduziert, alles auf Laserteile geändert. Und mittlerweile hat er eine sehr gute Haltbarkeit und trotzdem sehr viele Kilos reduziert. Serienmäßig sind alle Abräumgeräte mit einem Rechenhalter ausgerüstet und auch die Trinkflasche ist nur einen Griff weit entfernt. Neben der Technik spielt auch die gute Betreuung nach dem Kauf eine wichtige Rolle. Hier konnte sich Agrartechnik Seber in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeiten. Um die Kundenbindung zu festigen, sei es mit den Händlern und auch mit den Endkunden, ist sicherlich Nummer eins ein guter Service und da irgendwo eine Zusammenarbeit auch mit Endkunden auf gleicher Ebene. Das ist uns wichtig und liegt uns auch sehr am Herzen. Lightmax, Powermax und Allroundmax. Die neuen Abräumgeräte aus Südtirol. Leicht, aber dennoch stabil. Schonend und trotzdem schlagkräftig. Für jeden Einsatz und jeden Motor mehr. Ab sofort erhältlich bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt bei Agrartechnik Seber. Weitere Infos findet ihr online unter heuschieber.info oder agrartechnik-seber.com.